Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Fates Offenbarung. Und zwar ist das hier alles wieder nachsynchronisiert, weil mein Aufnahmeprogramm, obwohl die Forest-Folge genauso aufgenommen wurde, sich entschieden hat, meine Mikrospur nicht aufzunehmen und stattdessen mir einfach nur den Gameplay-Sound aufnehmen. Aber wir haben wenigstens Gameplay-Sound. Nichtsdestotrotz wird die Folge trotzdem vorgespult sein, weil ich mich sicherlich nicht hinsetze und nochmal eine Stunde Folge nachsynchronisiere. Ioma, was ist mit dir? Du wirkst so in Gedanken versunken. Corin, ich habe nur gerade an Scarlett gedacht. Wenn sie noch am Leben wäre, würde sie versuchen, unsere Laune zu heben. Ja, da hast du wohl recht. Scarlett Souls beschäftigt mich noch sehr, Corin. Ich wollte nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, um das Thema anzusprechen. Was meinst du damit? Ich muss in Erfahrung bringen, wer sie getötet hat. Ihr seid also auch daran interessiert, dies herauszufinden, Prinz Ryoma? Ja, allerdings. Was, sie wurde von einem einfachen Soldaten Fallas getötet, oder etwa nicht? Nicht von einem einfachen Soldaten. Einem Spion. Scarlets Mörder ist wohl unter uns. Das kann nicht sein. Denk mal darüber nach. Wir waren die Einzigen, die von dieser Brücke sprangen. Und ihr sagtet selbst, dass ihr und Scarlett im Fallen angegriffen wurdet, my lady. Jetzt verstehe ich, wie du darauf kommst, dass ein Spion unter uns weilt. Der Mörder muss mit uns gesprungen sein, um euch angreifen zu können. Du wolltest, dass wir alle einander vertrauen, also wollte ich nichts sagen. Zumindest so lange nicht, bis ich einen begründeten Verdacht hatte. Ich weiß deine Zurückhaltung zu schätzen, Ryoma. Aber wir werden hier ab hier vermutlich auf noch stärkeren Widerstand treffen. Wir stehen vielleicht sogar schon bald Anankos gegenüber. Es wäre tragisch, würde uns jemand während des letzten Kampfes hintergehen. Aber wir wissen nicht, wer der Verräter sein könnte. Was wollen wir tun? Verzeih mir, Corin. Darauf habe ich vorerst keine Antwort. Verliere nicht den Glauben an diejenigen, die dir Treue geschworen haben. Bald habe unser Gespräch im Hinterkopf. Das werde ich, Ryoma. Danke, dass du damit zu mir kamst. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ich werde euch nicht zum Schloss lassen. Verschwindet oder ich werde euch vernichten. Arete! Wir werden nicht nachgeben, ihr müsst uns gewähren lassen. Ihr wollt also noch einen Kampf? Ich wusste, ihr würdet unvernünftig sein, daher habe ich euren Freund mitgebracht. Wovon sprecht ihr? Keine Sorge, solltet ihr lange genug leben, werdet ihr es schon verstehen. Auf in den Kampf, Freunde. So. Ab hier wird es ein bisschen vorgespult und der Ton ist dann auch ein bisschen vorgespult. Ich weiß nicht, ob ich den Ton so übernehme, weil das ist vielleicht ein bisschen nervig mit dem vorgespulten Sound. Vielleicht mache ich den Sound auch ein bisschen leiser. Auf jeden Fall haben wir hier auf der Map mit Plattformen zu tun, die sich nach jeder Runde bewegen. Und da schaue ich mich halt noch ein bisschen um und überlege, was ich machen soll. Und diese Plattformen bewegen sich halt nach jeder Runde. Und es passen maximal 8 drauf. Leider stelle ich am Anfang immer nur 4 drauf, weil ich nicht drauf kam, dass ich die Leute kombinieren könnte. War ein bisschen doof. Auf jeden Fall muss ich mir den Sound leiser machen, weil der geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich glaube, ich mache ihn für euch sehr leise. Oder ich lege Musik drunter. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall versuche ich ein bisschen mit Calderwee zu kämpfen. Und was mir aufgefallen ist, was ihr mir bitte in die Kommentare schreibt, warum habe ich Forest nicht? Ich habe Forest nicht in den Teamauswahlen. Forest hat in dem Forest-Part am Ende gesagt, dass sie jetzt mitkommt. Ich habe sie aber nicht als Möglichkeit im Team zu haben. Sie ist nicht da. Sie wird nicht angezeigt. Sie wird nicht angezeigt, als ob ich sie nie freigespielt hätte. Das ist richtig merkwürdig. Ist das ein Bug? Keine Ahnung. Irgendwas ist da irgendwie passiert, dass sie nicht da ist. Es kann ja nichts damit zu tun haben, dass sie gestorben ist in der Mission. Weil sie hat ja am Ende der Mission noch gesagt, ja, sie kommt ja jetzt mit. Und das war ja noch nie ein Problem. Da ist Calderwee übrigens gestorben. Fand ich ziemlich nervig. Und der Freund, den die Arete mitgebracht hat, ist übrigens Scarlett. Die ich allerdings schnell weghaue. Und die sich auch dafür bedankt. Danke, sagt sie. Also war sie wohl in einem Fluch gefangen, aus dem sie gerne raus wollte. Und wie gesagt, das sind jetzt 2 Folgen, die so sind. Und es tut mir leid, dass das so ist. Aber ich habe, wie gesagt, die Forest-Folge aufgenommen. Und da war alles gut. Und dann habe ich die beiden Folgen aufgenommen. Und auf einmal ist meine Stimme nicht da. Das ist richtig ätzend. Und keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall kloppe ich mich hier von Plattform zu Plattform. Ich glaube, wir verlieren in der Runde 2 Leute. Calderwee und noch jemanden. Und ich will natürlich alle Kisten holen. Und wir leveln gut in dem Part. Also wir leveln echt viele Leute in dem Part. Siegbert wird stärker. Die ganzen Kids werden stärker. Das ist ganz cool. Und ansonsten hatte ich in dem Part keine Probleme. Außer, dass halt 2 gestorben sind. Was mich halt echt wurmt, ist das mit Forest. Das hat mich echt gestört. Und damit habe ich auch in diesem Part eigentlich 5 Minuten verschwendet am Anfang und geguckt, ob ich Forest irgendwo irgendwie finden kann. Aber sie ist nicht da. Keine Ahnung.
Die Mission ist auch gemacht von Leo. Es ist nicht so, dass ich nicht gespeichert hätte. Die Mission ist weg. Die habe ich gemacht und es ist alles abgespeichert, aber Forrest ist nicht da. Es ist echt komisch. Und ich verstehe nicht, warum. Ich kämpfe hier sehr viel mit Selki, weil Selki krasse Ausweichskills hat. Und da haben wir Shuriken bekommen. Und ich habe, glaube ich, im nächsten Part auch Azugi ein bisschen noch gebufft mit Waffenschriftrollen. Rajat ist auch mega OP. Also ich habe schon ziemlich starke Einheiten mit den Kindern. Und wir bewegen uns immer weiter aufs Ende zu. Wir müssen noch ein Kind holen und zwar... Wessen Kind müssen wir noch holen? Im nächsten Part holen wir Keatons Tochter, Veluria. Und danach holen wir noch... Dann haben wir die Story und danach müssen wir noch ein Kind holen und zwar... Ich hab vergessen, wessen Kind wir noch holen müssen. Ich glaube, wir müssen noch Dickes holen, ne? Die Tochter von... Tsubaki? Oder haben wir die schon? Ne, die haben wir schon, ne? Nee, das ist ja Keldori. Die Tochter von ich habe den Namen vergessen. Dings, ja. Ach, wie heißt da? Leslo. Genau, Leslos Tochter müssen wir noch holen. Genau, die ist noch offen. Arthur und Effie habe ich bisher nicht gepaart. Das wird, glaube ich, auch nichts. Aber den Sohn haben wir ja schon gesehen, den Percy. Und, ja. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, alle Kinder. Außer das Kind von Benny und... Benny hat, glaube ich, noch ein Kind. Ja, Benny, außer das Kind von Benny. Den habe ich ja verpasst. Habe ich nicht mitgenommen, weil ich nicht wusste, dass ich den ansprechen muss. Da ist mir der Grabber einmal abgestürzt. So, da geht's weiter. Ja, ich metzel mich hier von Insel zu Insel. Vorsichtig, wie ich bin. Rajat wäre da übrigens fast draufgegangen, glaube ich. Aber sie hat es geschafft. Also Rajat war echt critical, weil ich da keinen Healer drüben hatte. Also habe ich versucht, wenigstens alles irgendwie platt zu machen, was geht. Und da hatten wir einen Reiter, der uns ein bisschen gestört hat. Den Sakura aber nicht klein kriegt. Deswegen musste ich da nochmal mit Azura singen machen, damit sie weg ist. Auf der linken Seite drüben haben wir nämlich einen Bogenschützen, der 3 Felder weit schießen kann. Das ist auch ein bisschen nervig. Die Mission an sich war halt ein bisschen nervig, weil die Plattformen immer nur nach jeder Runde wegfahren. Da haben wir einen Chakram gefunden, eine Waffe für S-Shurikens. Also das ist schon übel und dadurch, dass wir den gefunden haben, entscheide ich mich dann nach dem Part für den nächsten Part Azugi auf Shuriken Level S zu bringen. Und das werde ich auch tun. Und hier kloppen wir uns halt nochmal hin, um die 2 Kisten zu holen. Weil wenn die Kisten schon easy zu erreichen sind, will ich die auch holen. Was halt mega ärgerlich hier ist, ist halt diese ganze Plattformfahrerei. Man muss immer eine Runde warten, bis man wieder rüberfahren kann. Vielleicht muss man auch länger warten, weil der Charakter nicht sofort auf die Plattform konnte. Das ist alles ein bisschen nervig gewesen. Da ist Rajat doch draufgegangen. Dann ist ein Keldori und Rajat gestorben in dem Part. Aber wir spielen ja nicht auf klassisch. Ich spiele vor allem nicht auf klassisch, weil ich diesen Random-Faktor in Offenbarung ziemlich eklig finde. Mit den Gegnern, die dann auf genau die KP-Anzahl machen, die uns töten und all so ein Kram. Und wir machen immer nur einen zu wenig. Das ist alles ein bisschen... Naja. Und in der einen Mission haben wir ja in der einen... Ich glaube, in der letzten Kindesmission... Ich weiß nicht, Forrest. War das bei Forrest? Oder war das davor noch? Auf jeden Fall hatten wir ja eine Mission, wo die Gegner mega unbalanced waren. Wo dann auf einmal Level 19 Gegner kamen, die schon Meistersiegel drin hatten und alles. Das war ein bisschen... crazy. Und es tut mir leid, wenn das hier alles ein bisschen schnell ist und ihr das alles sehen wolltet, aber ich kann echt nicht nochmal, ich glaub, das sind 45, 50 Minuten nachkommentieren. Das geht nicht. Und unkommentiert hochladen will ich auch nicht. Und damit wir wenigstens die Story haben und ihr einen groben Übersicht habt, wie der Kampf abgelaufen ist, lade ich das so hoch. Es tut mir leid, wie gesagt, und ich versuche es echt zu vermeiden. Ich habe letztes Mal gesagt, dass ich schon immer eine Testaufnahme machen will, aber es ging ja mit der Forest-Aufnahme. Ich vertraue dann meiner Technik und immer wenn ich meiner Technik vertraue, passiert sowas. Ich darf einfach nicht meiner Technik vertrauen. Da bin ich übrigens auf die glorreiche Idee gekommen, die zu kombinieren, damit wir 8 Leute rüberschicken. Und ja, Azugi ist übrigens auch mega stark, genau wie Fuga. Wo ich immer aufpassen muss, ob er mit der Berserker-Axt angreift oder nicht. Und wenn er mit der Berserker-Axt angreift, ob er dann irgendwie in Gefahr wäre. Aber Fuga ist so stark, dass er eigentlich nie in Gefahr ist. Da haben wir den Vorteil bekommen. Wir haben auch ein paar Mal Exitus, glaube ich, bekommen in der Runde oder in der nächsten. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe das hintereinander aufgenommen, sonst wäre meine Stimme im nächsten Part schon wieder da.
Übermorgen kommt dann halt nochmal ein Part ohne Stimme, also mit meinem Nachcommentary-Gelaber, wo wir dann Veluria holen, das Kind von Keaton, die ziemlich knuffig ist, kann ich schon mal sagen. Aber ihr wisst das ja alle, die das hier gucken, spielen ja Fire Emblem meistens selber. Und, ja, wollen eigentlich nur einen Anfänger failen sehen. Damit sind sie bei mir an der richtigen Adresse. Und ihr merkt, ich hadere jetzt schon bei 15 Minuten mit dem Nachkommentieren, was man da alles erzählen kann. Weil ich kann meine Züge ja jetzt nicht nochmal nachvollziehen in den 50. Ich werde nie das gleiche erzählen wie, da ist Exitus, wie in den 50 Minuten, in der 50 Minuten Aufnahme. Ihr seht das hier übrigens auf 500-facher Geschwindigkeit. Das ist eine gute Zeit, dachte ich mir. Ich könnte es noch schneller machen, aber dann sieht man gar nichts mehr. Und so kann man vielleicht noch ein bisschen verfolgen, was abging. Und, ja. Wie ich das mit dem Ton mache, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen nervig auf meinen Ohren gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch hört. Ich lege vielleicht Musik drunter. Muss ich mal gucken. Weil die Kampfgeräusche auf Highspeed ist schon ein bisschen eklig. Da ist nämlich nur ein zu hören. Und das ist ein bisschen anstrengend auf den Ohren. Und das will ich euch nicht antun. Das ist, glaube ich, schon anstrengend, dass ihr das alles auf Speed hier seht. Da sind übrigens, die beiden sind gespawnt, genau dann, als ich Azura und Fuga darüber geschickt habe. Weil die halt auf der Plattform stehen bleiben mussten. Und genau dann sind die beiden da gespawnt. Das fand ich ein bisschen dreist vom Spiel. Und da gehen wir jetzt in Richtung Zielgeraden. Wir werden gleich Arete platt machen. Die eigentlich gar nichts drauf hat. Und das Ziel der Mission ist besetzen. Das heißt, den Rest da unten könnten wir stehen lassen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich lasse sogar den Rest unten stehen, weil die keine Waffen haben, die wir bekommen würden. Ihr macht Selki Arete platt. Easy. So, und im nächsten Zug machen wir dann auch schon eine Besetzung und haben dann die Mission geschafft. Tada. Kaum und Ophelia haben am meisten gerockt hier. Azura. Hat sie gerade meinen Namen gesagt? Komm näher, Azura. Mutter. Wie kann das sein? Ihr erinnert euch an mich? Schon bald werden mein Körper und meine Seele verschwinden. Und ich werde von Anankos Kontrolle erlöst sein. Meine geliebte Azura, endlich erinnere ich mich an dich. Kann das wirklich sein? Seid ihr wirklich ihr selbst, Mutter? Azura, warte, das könnte wieder eine Falle sein. Aber vielleicht auch nicht, was soll ich jetzt machen? Du weißt es genau. Corin, du hast natürlich recht. Ich vertraue darauf, dass dies meine Mutter ist und dass sie die Wahrheit spricht. Mutter. Azura, du bist so groß geworden. Endlich erinnert ihr euch an mich. Ich habe euch so vermisst. Verzeih mir, dass ich dich verlassen habe. Du hast so lange allein gelitten. Nein, ich war nie allein. Ich hatte die Königskinder Nors und Hoshidos an meiner Seite. Und auch andere haben sich mir angeschlossen, um mir zu helfen. Das ist schön. Ich wünsche, ich hätte mehr Zeit. Ich spüre, wie ich entschwinde. Mutter! Das könnt ihr nicht tun. Ich habe doch gerade erst wieder zurück. Nein! Azura, ich bin so stolz auf dich. Danke, dass du meine Tochter bist. Ich bin so froh, dass ich dich noch ein letztes Mal sehen durfte. Ich liebe dich. Mutter! Es tut mir so leid, Azura. Das werde ich ihm nie verzeihen. Anankos wird dafür bezahlen. Ja, und das war die Mission Aretefeld. Und im nächsten Part machen wir dann halt die Mission mit Keatons Tochter. Ja, hier laufe ich noch ein bisschen rum. Frag euch hier nochmal, was mit Forest sein kann, warum ich die nicht habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Fire Emblem Fates Offenbarung, wo dann auch nochmal nachkommentiert wird. Es tut mir echt leid, ich versuche da echt Besserung. Es kotzt mich ja selber an. Das sind jetzt echt nochmal 20... Hier, ich muss jetzt nochmal eine halbe Stunde hier sitzen und das nachkommentieren. Und das mache ich für euch. Da gucke ich nochmal, ob Keaton ist. Und Soleil heißt die Tochter von Leslo. So, jetzt habe ich es nochmal gesehen. Sehr gut. Wir sehen uns im nächsten Part von Fire Emblem Fates Offenbarung. Und schreibt mir, was mit Forest sein kann, warum ich die nicht habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.